Hallo, hier ist Sastron und weiter geht's mit How to Be a God. Wir waren mit der Einweisung fertig und hier gibt's aber noch jemanden, der mit uns sprechen möchte. Ich bin Herr der kaiserlichen Geheimpolizei und Tarnung. Ich habe eine Mission für euch. Falls ihr interessiert seid, erzähle ich euch die Einzelheiten. Nehmt ihr die Mission an? Ja, das ist sehr interessant. Sagt mir, was ich tun soll. In Ordnung, hört zu. Ein Müller kam kürzlich zu uns, beschwerte sich über die Räuber, die Geld von ihm erpressen. Ihr müsst den Aufenthaltsort dieser Räuber in Erfahrung bringen und sie beseitigen. Doch bedenkt, ihr müsst nicht nur lernen, wie man tötet, sondern auch, wie die Probleme auf andere, friedliche Weise beilegt. Dazu braucht ihr Diebesgewänder. Hier, nehmt. In Ordnung, es wird nicht einfach sein, aber ich versuche nicht zu versagen. Es gibt Rollengegenstände. Ich kann mich also als Dieb verkleiden und die kaufen mir das dann auch ab. Praktisch, wenn sich hier so viele Räuber herumtreiben, dann kann ich das doch auch direkt mal. Okay, wenn mir jemand zuschaut, kann ich aber mich nicht umkleiden. Weil die dann anscheinend wissen, dass ich das noch bin und das dann daran erkennen. Also geht's los auf der Reise. Oben auf der Minimap kann man auch noch zwei Pfeile erkennen, einen blauen und einen roten. Bei der rote laut Karte wahrscheinlich für die Hauptquest ist und der blaue für eine Nebenquest. So, oh, da ist ja jemand. Räuber. Ja, sehr gut. Die erkennen mich auch direkt gar nicht als Söldner an oder so, sondern denken, ich bin einer von ihnen. Das nutze ich auch direkt aus. So, blocken. Ja, wenn die mir in den Rücken schlagen können, ist nicht so gut. Da ist der erste Weg. So, komm. Was will denn der von mir? Kann ich den auch von hinten? Oh, sehr gut. Wenn ich die von hinten angreife, ist das wesentlich einfacher. Und das war's auch mit den Räubern. Esse ich doch direkt mal noch was? Nein, das wollte ich nicht. Wollte was essen. So, ja, das reicht. Weiter geht's im Wald. Oh nein, ein Wolf. Na, Bro. Oh, ein Dieb auch noch. Ach, der verkloppt den Wolf. Sehr nice. Komm. Oh, jetzt greift er mich auch noch an. Nee, doch nicht. Na, dafür mache ich. Überraschungsangriff. So, ich will den Wolf auch noch gerne plündern. Und weiter geht's auf meinem Kachengaul. Schon ziemlich edel. Nord. Boah. Überall sind hier irgendwelche komischen Diebe. Sind jetzt drei. Ja, ich treffe auch die Leute hinter mich. Okay. Der dreht sich zu mir um. Penner. So, und das ist auch erledigt. Wo bleibt der letzte?
Vielleicht ist er ja schon geflohen. So. Ah ne, hier steht er. Bogenschütze. So, komm mal her, Junge. Ich wollte dir mal mein Schwert zeigen. Und da ist er auch im Dreck. So, wir folgen dem weiten roten Pfeil. Ich dürfte gleich da sein. Ja, bei der Stadt will ich mal keinen Stress machen. Und jetzt müssen wir in die Schenke. Ich nehme direkt mal das größte Haus. Ja, perfekt. So, was ist das? Trunkenbold, der wird es bestimmt nicht sein. Noch ein Trunkenbold, der wird es auch nicht sein. Yeah, mehr Essen. Chuba. Ihr seid es? Ich warte schon seit Ewigkeiten auf euch. Ich bin Chuba, der Rote der Chubs. Ein bisschen indirekt. Na? Ihr hättet in der Zwischenzeit doch ein Bier trinken können. Woran habt ihr mich erkannt? Wie ich euch erkannt habe? Ganz einfach. Eure Sorte erkenne ich sofort. Und was das Bier angeht? Naja, ich kann nicht mehr trinken. Dieser Schuft reserviert das dunkle Bier ausschließlich für Adlige. Und Lager ist so ein... Na, ihr hattet schon etwas zu erledigen, stimmt's? Absolut, ihr wurdet in Gold dafür bezahlt, mir eine Person zu zeigen. Also nicht in Gold, eher in Silber, aber ich habe meinen Anteil, das stimmt. Aber wer genau ist es? Wisst ihr, hinter jedem Busch steckt einer von uns. Haltet mich nicht zum Narren, ihr wisst sehr wohl, für wen ihr bezahlt wurdet. Ich suche diejenigen, die das Eigentum des Landbesitzers gestohlen haben. Aber ich frage mich, habt ihr keine Angst davor, eure Leute auszuliefern? Was, wenn das jemand erfährt, in dem Fall? Wer sagt denn, dass das meine Leute sind? Das ist die Bande des Kalen Maku, nicht meine. Wir kämpfen schon seit geraumer Zeit. Wisst ihr, Maku hat in letzter Zeit total gesponnen. Wir haben ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du im Dorf Spaß hast, bleib im Dorf und reiß nicht in der Stadt das Maul auf. Anscheinend hat er das. Ihr habt euch also nicht nur auf Räuberüberfälle verständigt? Naja, so ungefähr. Ich habe jedenfalls... Lasse mich in den Vororten nicht blicken. Es ist sogar ein großer Fehler, dass ich mich mit euch treffe. Ist euch der Baum in der Nähe der Gaststätte aufgefallen? Eigentlich nicht. Naja, da sind sie ja. Das sind Markus' Leute. Sie sind hinter mir her. Die dummen Schlägertypen. Ich habe also keine Ahnung, was unsere Geschäfte angeht. Wir müssen das wahrscheinlich auf ein anderes Mal verschieben. Für den Moment wäre es am besten, wenn ich mich im Loch verstecke und abwarte. Wisst ihr, Silber nützt mir gar nichts, wenn ich tot bin. Wartet. Wir hatten abgemacht, dass wir uns hier treffen und dass ihr mir zeigt. Ich weiß, aber wie ihr seht, haben sich die Dinge geändert. Solange Markus Leute hier sind, darf ich nicht einmal meine Nasenspitze blicken lassen. Was euch angeht, glaube nicht, dass euch ein toter Führer viel helfen wird. Was machen wir also? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es schafft, Markus Leute von hier zu vertreiben, können wir sofort loslegen. Ich bitte um Verzeihung, aber ich will für den Moment unversehrt bleiben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, freundlich wie wir sind, haben wir ihm das erlassen. Und was sagt denn der Barmann? Seid grüßt, womit kann ich dienen? Ein Trank, eine Mahlzeit? Ich nehme einen Krug Bier. Du hast einen Krug Bier erhalten. Wir haben sogar ein Dunkelbier erhalten. Was eigentlich nur für Adlige ist. Trinke ich das mal direkt. Es ist noch eine Tomate. Schauen wir uns noch mal um. Was gibt's denn hier noch? Der Spion. Wenn wir mit dem reden, sind wir wahrscheinlich nicht so freundlich mit dem gestellt. Ein Händler.
Redner noch mal mit dem. Wollt ihr etwas kaufen? Meine Haare sind von höchster Qualität. Kann ich mir sie ansehen? So, der hat aber nichts, was wir sozusagen verwenden können. Außer Kampfpfeile. Ah, die sind aber teuer. 500 Gold, so viel haben wir nicht. Boah, ich kann ja die unnötigen Waffen verkaufen. Und nein, das sollte ich nicht. Ja, das war's dann auch für diese Folge wieder. Das nächste Mal geht's hier in der Stadt weiter und wir machen die Spione fertig. Bis dahin, ciao.